Also das Problem ist, ich kann nicht so wirklich blocken und... Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder da, okay? Ah, jetzt weiß ich auch... Okay, ich habe mal eben... Ich drücke die ganze Zeit nicht die Shift-Taste, sondern die... Verdammt! Sondern die Steuerungstaste, weil ich halt auf die Blocken-Taste gar nicht komme. Da sind die Gegner. Genau. Ich dachte, du siehst nur schlecht aus. So, jetzt hat er irgendwie sich selbst vernichtet. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen vorsichtiger. So. Oh cool, jetzt haben wir den ins Fass geschlagen. Ja doch, ins Fass. Aha. So, und wir hören ein Herzlaut, wenn... Da sind wir jetzt fertig. So, wir hören ein Herzlaut, wenn wir fast tot sind. Hier haben wir jetzt zwei Aktionstasten. Das mit dem Mechanismus, das hat ja richtig gut funktioniert. Also, ich weiß nicht, fünf. Beim ersten Mal hätte man einem doch wenigstens ein bisschen mehr Zeit lassen können. Aber dem war so nicht und deswegen müssen wir jetzt leider weiterspielen. Und aktivieren einfach mal diese Hebel hier, keine Ahnung wofür. Aber da das hier alles so gelb aufleuchtet, machen wir es. Aber guckt mal, Liebe zum Detail, hier fliegen ein paar Motten rum. Sowas finde ich mal schön und so spielen. Na, es ist eindeutig, dass das Spiel keine schöne Grafik hat, aber trotzdem so kleine Details einbaut, was ich schön eigentlich finde. Ja. So, und jetzt haben wir diese Eisenmauer runter. Gut, dass man von keinen Sachen fallen kann. Nein. Sagst du mal bitte? Verdammt, ich muss mit dir reden. Aufgepasst. Der Wärter hat ein paar üble Instrumente rumliegen. Los. Wie sieht ruhig aus? Oh, ich habe gehört, dass er den Schlüssel zu Davy Jones bei sich trägt. Was immer das sein soll. Achso. Untermission abgeschlossen. Ich denke mal, Untermission abgeschlossen ist die befreit, die Gefangenen zu befreien. So, hier ist eine Kiste. Oh, noch ein Tier-Dalmer-Ding. Oh. Jetzt haben wir schon wieder so ein dicker Schuss. Ich hab dich gar nicht angegriffen. Oh scheiße, jetzt habe ich schon wieder ein Hühnchen genommen, weil ich immer aus Versehen Leertaste drücke. So. So, das ist ja die einzige Kombo, die wir zurzeit kennen. Also ich glaube, wir können den Wärter auch mit Hilfe der Objekte hier in der Nähe umnieten. So zum Beispiel, aber wenn er halt nicht davor steht, ist das problematisch. So. Und irgendwie kommen wir nicht mehr an ihn dran, weil er sich so toll dorthin gebastelt hat und wir sehen die Kügelchen. So. Lustig. Lustig. So, und wir sehen die Kügelchen oben rechts, links noch. Das wollte ich noch anmerken. Ich glaube, sie zeigen an, wie lange wir uns verteidigen können. So, jetzt haben wir diese berühmte Zeichnerei von dem Schlüssel von Davy Jones und ich will noch einmal diesen Raum abgucken. Irgendwie fand ich das ein bisschen brutal, wie schnell ich hier ins Geschehen reingeworfen wurde. Wir müssen genau, punktgenau irgendwie an diesem Kreis stehen, an diesem Leuchtkreis. Ansonsten funktioniert das alles nicht. Och, und jetzt haben wir hier schon wieder eine Wache. So. Ihr werdet diesen Tag nie vergessen, an dem ihr Captain Jack Sparrow beinahe geschlagen habt. Ich habe auch nur beinahe. Aber Jack ist leider schon gestorben.
So, das sieht nach Schießpulver aus. Das entzünden wir natürlich mit unserem Schwert. Und ach, wir gehen nicht zurück. Ja, wir können auch vor einem Fass Schießpulver mehr... Boah, wieso sind hier so viele Gegner? So, und blocken und Angriff. Lustig. Sie kommen heran, ich hau sie kaputt. So, wenn das nicht die ganze Zeit so laufen würde, wäre doch schön, wenn es die ganze Zeit so... Ich weiß gerade nicht, ob ich das Geld aufgenommen habe. So, hier haben wir noch ein bisschen Geld, dann haben wir hier auch nichts mehr, außer irgendwie das tosende Wasser und einen Sarg. Die Szene kommt mir sehr bekannt vor und der Nebel sieht extrem wie eine Wand aus. Kerkerfestung, nun kommt hier wieder ein Ladebildschirm. Gesellschaft, wir kriegen Gesellschaft. Müssen wir jetzt schon wieder kämpfen. Das nimmst du, Jack. Hier ist also unser Plan. Suche nach dieser Hexe namens Diadalma. Sie ist nirgendwo in Port Royal. Mit ihr versammelst du die Piratenbruderschaft. Und das ist unser letztes Stückchen. Wunderbarer Plan. Aber bedauerlicherweise sehe ich hier kein Schiff weit und breit. Bill Turner. Auf der Black Pearl. Wegen der alten Zeiten will ich dich warnen. Davy Jones ist auf dem Weg. Er fordert seinen Lohn. Verlasse diese Gewässer, Jack. Deine Seele für die Pearl, Jack. So war es ausgemacht. Es gibt kein Zurück. Also lauf, Jack. Rette dich an Land. An Deck, alle Mann, Segel setzen. So, da bin ich auch wieder. Ich musste mal kurz vom Rechner weg, aber es kam ja sowieso genug Zwischensequenzen. Wir haben ein Level absolviert. Hier sehen wir nun die Kampfstatistik. Höchste Kombo liegt bei 13 Treffern. Höchster Ruhm ist 793. Höchster Rang ist der Seewolf. Ruhm Gesamt ist 2504 und Rang Gesamt Schurke, was auch immer das jetzt heißen soll. Levelstatistik. Feinde besiegt 24. Level Ruhm 2504. Das hatten wir schon. Levelrang liegt bei Piratenlegende. Das klingt doch schon mal gut. Und Ruhm Gesamt ist das gleiche wie gerade. Missionsziele Kram-Anhänger. Das sind diese Herzen gewesen von der Diadalma. Da haben wir nur 3 von 4, wobei ich alles kaputt gemacht habe. Untermission 3 von 7. Was war denn überhaupt die Untermission? Und die Beute 427. Kampfstatistik hatten wir schon und dann würde ich sagen, wir fortsetzen. Machen einfach fortsetzen. Level Belohnung. Captain Jack Sparrow freigeschaltet. Freigeschaltet vor allen Dingen. Schauplatz für Herausforderungsmodus freigeschaltet. Aha, wir werden uns noch später damit auseinandersetzen. Es ist ja fast, als würde ich das Spiel blind spielen. Kram-Anhänger, Feinde besiegen. Stiefelriemen Bill Turner. Abgeschlossen. Wir haben den gerade besiegt. Ich habe gerade was verpasst, als ich weg war. Oletrik. 1 von 4. Gefangener. 400 Ruhm abgeschossen. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Ach, das sind die Untermissionsziele. Stiefelriemen Bill Turner. Wir haben den besiegt. Er Pfanne besiegen. Oder sind das die... Oh, ich bin verwirrt. Abgeschossen. Ich habe Pfanne besiegen. Abgeschossen. Gefangener abgeschlossen. Oletrik habe ich nur einmal von 4. Beute unvollständig. Trefferkombo unvollständig. Level Ruhm abgeschlossen. Kerkerfestungswächter 3. Was auch immer das heißt. Und ja, wir speichern einmal und gehen in den ersten Slot dafür. Und jetzt kommt Isa de Pelogur. Keine Ahnung, aber wir sehen hier, wie heißt er denn nochmal? William Turner. Isa de Pelogostos. Ah. Gut, dich zu sehen. Sag mir, was führt dich her? Große Sehnsucht. Und jetzt ist sie gestillt. Hast du einen Eimer Wasser dabei? Naja, so geht's natürlich auch. Ja, jetzt sind wir in die Rolle von... William Turner geschlüpft.
und dürfen hier direkt irgendwelche Kannibalisten, die aus dem Busch springen. Wir sind das überhaupt Kannibalisten? Oh mein Gott. So. So, noch ein Hühnchen bekommen. Ach, jetzt haben wir drei Hühnchen drin, weil wir haben zwei bekommen. Ja, wir sind jetzt hier irgendwo und wir sehen schon, es gleicht dem Spiel, wobei, bei dem Spiel, dem Film. Falls ihr die Flucht der Karibik-Filme gesehen habt, ich liebe sie. Deswegen habe ich auch dieses Spiel, glaube ich, vorher gekauft. Und oh, da haben wir direkt den nächsten Kram-Anhänger gefunden. Da habe ich den, das Spiel gekauft. Und oh, ein bisschen Geld. Dann, oh, hier sehen wir einen schönen Thron. Na gut, wir lassen dich ja frei. Mensch. Oh, gut, dich zu sehen. Aber jetzt musst du die anderen retten. Natürlich, während du natürlich nichts machst und hier Urlaub. Das war kein Deutsch, ich weiß. Wir folgen ihm einfach mal. Sehen hier eine Brücke und, oh, da hinten kämpft Jack. Ja, natürlich. Wir sehen, der Kampfstil unterscheidet sich nicht anders von Jacks Kampfstil. Ist ein bisschen traurig geraten. Wir müssen mal eben ein Hühnchen wieder zu uns nehmen. Bei dem Wort Hühnchen meldet sich auch der Yuki mal wieder. Und ich weiß gar nicht, warum. Greif jetzt verdammte Scheiße nochmal an. Geht doch. Ich liebe es zu gewinnen. Ja, und jetzt tickst du völlig aus, ne? So, bevor sie direkt aufstehen, direkt mal angreifen. Hoppala, jetzt hat er mir doch wehgetan. Ach, der ist gar nicht tot. Der, ach nee, das ist ein anderer, glaube ich. Ich muss hier... Also, es ist gerade ein Fingertechnik, wie ich spiele. So, noch ein Hühnchen. Ich glaube, von diesen Hühnchen brauche ich ganz schön viele in diesem Spiel allgemein. Weil ich nicht sehr zuversichtlich bin, dass ich... Da haben wir den nächsten Kram-Anhänger, dass ich gut spielen werde. Nein, das bin ich nicht. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, ihr mehr zu lachen, wenn ich schamlos verkacke. Können wir hier runter? Das sieht doch aus, als würde man hier runtergehen können. Ach, guck mal. Ja, okay, Fail, ne? Wir kommen jetzt nicht so wirklich hoch. Dann gehen wir hier weiter runter. So, bevor du hier irgendwas machst. Ich stehe in deiner Schuld. Genau wie die anderen, wenn du sie rechtzeitig rettest. Interessant ist ja, dass William nicht in einem dieser Käfige ist, weil, wenn ich mich recht erinnere, war er im Film auch versteckt. Und ich glaube, wir können vielleicht das Busch weg, weil irgendwie komme ich ja hier nicht weiter, aber da oben ist ein Gefangener. Das ist voll die Verarsche hier. Naja, vielleicht kommen wir irgendwie anders dahin. Ach, hier vielleicht. Guck mal an. Ah, mein Gott. Du solltest wirklich mehr üben. Vielen Dank, Sir. Jetzt kümmere dich um die anderen. Schnell. Natürlich. So, was haben wir denn noch hier zu legen? Ich würde dann sagen, wir gehen einmal über diese Brücke. Oder war hier noch ein Gefangener? Ach, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal über diese nächste Brücke. Dann kommen wahrscheinlich wieder ein paar Gegner. Ach, wer hätte das gedacht? Sogar direkt zwei. Ach nein, ihr macht die... Oh. Nee, das ist nicht so nett. Aber wir gehen einfach direkt weiter und hampeln so rum, als wäre nix. Das ging jetzt aber schnell. Wie? Da haben wir noch den nächsten Gefangenen, den wir befreien können. Wir haben nur noch 44 HP. Was ist nicht gerettet. Schnell, hilf den anderen. Natürlich, falls ich sie finde. Ansonsten können die Kannibalen ihn sie natürlich essen. So, dann gehen wir über die nächste... Oh, hier kommt gar kein Gegner rüber.
Wahrscheinlich hier jetzt. So. Zu viel Sonne. Ein ganz cool, dass ich ihn überhaupt getroffen habe. Oh, das ist mein Glückstag. Und jetzt sorg dafür, dass es den anderen auch so geht. Ihr könnt doch auch mal losziehen und die restlichen befreien. Ich habe doch hier schon 5 Leute geholt oder so. Also echt. Ich habe mehr gefunden, als ich das erstmal als Spiel gespielt habe.